Kapitel 3 Wiedersehen mit Papa. Ashley. I'm your father. What? What do I do? That's... He's my dad? Ashley? Yeah? Look at you, all grown up. I've been waiting for you to arrive. I don't know what to say. There's so much I've always wished I could tell him. I can't even think straight. My heart feels like it's going to pound out of my chest. I've got a lump in my throat. I can't talk. I don't know what to say. Just seeing you in front of me, it's a little overwhelming. Dad. Ashley. This is so weird. When he hugs me, I smell cigarettes. This man, he's my dad. I finally met my dad. Dad, where's Jessica? Well, I haven't seen her. Ja, wo ist Jessica? Er hat sie nicht gesehen. How is that possible? Wie kann das sein? Did Jessica let you wander off? Hat Jessica dich einfach gehen lassen? No, she told me to stay put. Nein, sie hat mir gesagt, ich soll auf sie warten. I was being a brat, so she probably wanted to get away from me. Ich war aber etwas anstrengend, deswegen wollte sie vermutlich eh weg von mir. I tried to catch up to her, but I couldn't. Ich bin ihr nachgegangen, aber ich konnte sie nicht einholen. Then when I got near the mansion, I heard her scream. Und als ich in die Nähe der Villa kam, habe ich sie schreien gehört. I found her glasses on the ground by the gate. Ich habe ihre Brille auf dem Boden beim Tor gefunden. What? I didn't hear anything. Ich habe gar nichts gehört. Why didn't you come to the dock to meet us? Warum bist du nicht zum Steg gekommen, uns zu treffen? Well, I was... Ja? I was conducting an experiment that took longer than I expected. Ich habe ein Experiment durchgeführt, das länger gedauert hat, als ich erwartet hatte. I'm sorry, Ashley. Tut mir leid, Ashley. Okay. I guess it was too important to walk away from, huh? Ich schätze, es war zu wichtig, um es liegen zu lassen, huh? I'm really worried about Jessica. If you haven't seen her either... Ich mache mir wirklich Sorgen um Jessica, wenn du sie auch nicht gesehen we hast. We have to look for her. Wir müssen sie suchen. Of course I'll help look for Jessica. Natürlich helfe ich dir dabei, nach Jessica zu suchen. By the way... Übrigens... Did you bring the DAS? Hast du das DAS mitgebracht? Yeah. I have it right here. Ich hab's hier bei mir. Good. I'm glad you got it, Ashley. Ich bin froh, dass du es hast, Ashley. Why did you send it to me? Warum hast du es mir geschickt? There'll be time to explain it all later. Just hold on to it for now. Wir haben später Zeit für Erklärungen. Pass so lange einfach gut darauf auf. Okay. Oh, yeah. The DAS made a weird noise earlier. Das DAS hat vorhin ein komisches Geräusch gemacht. What? The screen is... Der Bildschirm ist... The system's online. Das System ist okay. Online. Two in the west wing and one in the east. Zwei im Westflügel, einer im Ostflügel. Well, that's odd. One has already been unlocked. Einer wurde bereits freigeschaltet. Unlocked? Freigeschaltet?
Are you talking about this? Sprichst du hiervon? Oh, Ashley. Well done. Thank you for bringing this to me. Gut gemacht. Danke, dass du ihn mir gebracht hast. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen misstrauisch. Vielleicht bin ich zu misstrauisch. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich ihr Vater ist. Also ihr braucht jetzt nicht spoilern oder sowas. Also nee, bitte nicht. Aber ich finde ihn ein bisschen sus irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin sehr unsicher. Mir kommt das gerade alles sehr, sehr merkwürdig vor. Ich finde es halt auch voll komisch, dass er sie direkt so umarmt hat, nachdem sie sich ewig nicht gesehen haben. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu misstrauisch, aber irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Keine Ahnung. Where did you find it? Wo hast du ihn gefunden? It was in the piano. Im Klavier. In the piano, really? What is this? Why was it in the piano? Was ist das? Warum war es im Klavier? It's a key that starts a very important device called the Another. Es ist ein Schlüssel, der ein ganz besonderes Gerät namens Another startet. Bill stole it. Aber Bill hat es gestohlen. Bill? Ich will erst wissen, wer Bill ist. Der Mann mit der Schokolade. Who's Bill? Wer ist Bill? A scholar who helped me with my research. Ein Wissenschaftler, der mir bei meiner Forschung geholfen hat. He was my assistant and is absolutely brilliant. Er war mein Assistent und ist wirklich brillant, aber er hat mich hintergangen. He tried to steal the research we did on this island. Er hat versucht, die Ergebnisse der Forschungen zu stehlen, die wir hier auf der Insel betrieben haben. Ashley, your mother and I dedicated our lives to our research on another. Ashley, deine Mutter und ich hatten unser Leben unserer Another-Forschung gewidmet. But Bill wanted to claim it for himself. Aber Bill wollte es als sein eigenes Werk ausgeben. That's horrible. Das ist furchtbar. I managed to stop him, but es ist mir gelungen, ihn aufzuhalten, aber he had already hidden the keys from me. Er hatte schon die Schlüssel vor mir versteckt. The Another needs keys? Man braucht Schlüssel für das Another? That's right. Genau. There are 3 keys total. Es gibt insgesamt 3 Schlüssel. The remaining 2 should still be somewhere in this mansion. Die anderen 2 sollten noch irgendwo hier in der Villa sein. I see. Verstehe. What is the Another? Was ist dieses Another? Why are you out here all alone on this island? Warum bist du alleine hier auf dieser Insel? And you told Jessica to tell me you were dead? Why? Und du hast Jessica gesagt, sie soll mir erzählen, dass du tot wärst. Warum? Tell me everything. All of it. Erzähl mir alles, absolut alles. Another was my and your mother's research project. Das Another war das Forschungsprojekt von deiner Mutter und mir. Once complete, it could heal a great many people. Wenn wir es fertiggestellt hätten, hätte es viele Menschen heilen können. It can heal people? Es kann Menschen heilen? That was the hope, anyway. Das war zumindest unsere Hoffnung. But we knew there were people who might try to steal it from us. Aber wir wussten, dass es Leute gab, die es uns stehlen wollten. That's why I continued my work here, where no one could find me. Deswegen habe ich meine Arbeit hier weitergeführt, wo mich niemand finden konnte. I thought I could trust Bill, but it seems I was wrong. Ich dachte, ich könnte Bill vertrauen, aber ich habe mich wohl geirrt. And I think Bill may have taken Jessica. Und ich glaube, dass Bill Jessica haben könnte. What? She's in danger. We need to find her right away. Sie ist in Gefahr. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Then let's go find her right now. Dann lass uns sie suchen sofort. It's not so simple. So einfach ist das nicht. I need to get the Another keys in order to protect it. Ich muss die anderen Another Schlüssel finden, um es zu beschützen. Dad, we... Aber Papa, wir... What do we do? Was sollen wir tun? Let's split up. You look for Jessica and I'll look for the Another keys. Wir sollten uns aufteilen. Du suchst nach Jessica und ich nach den Another Schlüsseln. Ashley,
I can't let you do that. Ashley, ich kann dich das nicht tun lassen. I'll be okay. I can find them using the DAS. Ich schaffe das schon. Ich kann sie mit Hilfe des DAS finden. So. I've already managed to solve all sorts of puzzles around here. Ich habe schon so viele Rätsel auf dem Weg hierher gelöst. Finding a few more keys will be no sweat, even if Bill's hidden them. Ein paar mehr Schlüssel finden ist da kaum der Rede wert, selbst wenn Bill sie versteckt hat. Okay. If you're sure, I'll leave the keys to you. Okay, wenn du meinst, dann überlasse ich die Schlüssel dir. Just hurry and find Jessica. Beeil dich einfach und finde Jessica. Don't worry, I'll find her. Keine Sorge, das werde ich. Hey, Dad? Yes? Once we have all the another keys and you find Jessica, wenn wir alle another Schlüssel haben und du Jessica gefunden hast, then we can all go home. Together. Right? Dann können wir alle nach Hause fahren zusammen, oder? Of course. Natürlich. So the sooner you find those keys, the better, right? Je schneller du diese Schlüssel findest, umso besser, oder? Aha. Mhm. Well then, you should take this. Nimm das hier. Ein Schlüssel. W-Schlüssel. Where should I start looking? Wo soll ich anfangen zu suchen? The DAS shows something on the second floor of the west wing. Das DAS zeigt etwas im ersten Stock des Westflügels an. You should be able to get in with that key. Du solltest dort mit diesem Schlüssel hineingelangen. Thank you, Dad. Now that place is dark, so be careful. Es ist dort sehr dunkel, also sei vorsichtig. I'm sure I'll find Jessica soon. Meet you in the foyer? Ich bin sicher, dass ich Jessica bald finden werde. Wir treffen uns dann im Foyer. Deal. Abgemacht. Okay, I'm off. Ich bin dann mal weg. Good luck. Ich glaube, er findet ihn auch ein bisschen sus. Die hat auch einen Verdacht. Ashley? Ashley? Ich finde es übrigens sehr witzig und sehr auffällig, wie still unsere liebe Vesalius gerade ist. Ohne was zu sagen. Ja, aber ich finde es sehr auffällig, wie der sich verhält. Also wie gesagt, vielleicht drückt mich da ein Gefühl auch. Ich weiß es nicht. Huh? What? Was denn? I'm glad you finally got to meet your father. Ich freue mich, dass du endlich deinen Vater getroffen hast. Yeah. Yeah? You don't seem very happy. Is something wrong? Du siehst nicht sehr glücklich aus, stimmt was nicht? No, I'm happy. Nein, mir geht's gut. But I don't know. I've got this weird feeling. Aber ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl. You probably just need a chance to take it all in. Du brauchst wahrscheinlich einen Moment, um alles zu verarbeiten. Yeah. Maybe that's it. Ja, vielleicht ist es nur das. Dad couldn't see you. Papa konnte dich nicht sehen. That's because he only believes what he can see. Weil er nur an das glaubt, was er sehen kann. Like every other adult. Wie alle anderen Erwachsenen. I'm used to not being seen. Ich bin es gewöhnt, nicht gesehen zu werden. So, are you going to help your father? Wirst du deinem Vater helfen? Of course. Natürlich. I want to help if I can. Ich möchte ihm helfen, wenn ich kann. So, yeah. I'm gonna find the another keys for him. Also ja, ich werde die another Schlüssel für ihn finden. I see. Ich verstehe. Will you help me, Dee? Wirst du mir helfen, Dee? I would be happy to. Gerne doch. Ich muss auf dem DRS nachsehen, wo sich der Another-Schlüssel befindet. Du kannst nun im X-DRS sehen, wo sich die Another-Schlüssel befinden. Nutze diese Funktion, um die verbleibenden Another-Schlüssel zu finden. Okay. So, wir sollten jetzt auf die andere Seite. Das war jetzt der andere Schlüssel, glaube ich, ne? W-Schlüssel. Kann ja nicht benutzt werden. Bin ich jetzt auch falsch? Ach nee, ich kann einfach rein. Good, huh?
geht nicht auf. Okay. Muss ich dann oben lang? Westflügel, erster Stock. Vielleicht passt hier der Schlüssel, den er mir gegeben hat. Okay. Alright. Das hörte sich doch gut an. In here. Smells kind of damp too. Es ist stockdunkel hier drin und es riecht auch muffig. It's been neglected all this time. Es wurde die ganze Zeit nicht genutzt. Is there really an another key hidden in here? Ob hier wirklich ein Another-Schlüssel drin versteckt ist? Let's double check on the DAS. Lass uns das nochmal auf dem DAS nachsehen. It's showing me a room deeper in. Es zeigt einen Raum weiter im Inneren an. Ach so, da vorne sind wir. There may be something behind the bookshelf. Vielleicht ist da etwas hinter dem Bücherregal. But it's so dark. I can't just go fumbling around blind in there. Aber es ist so dunkel, ich kann hier nicht einfach blind herumsuchen. I'll check out what's past here. Ich werde nachsehen, was sich dahinter verbirgt. Dee. This way, Ashley. Hat er jetzt so schnell was gefunden? Did I mention I'm sort of scared of the dark? Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich Angst im Dunkeln habe? Aber da oben sieht man ja eine Lampe. Da sieht man ja, dass da was dahinter ist. Fortschritt im Spiel. Sieh dich um, um aus Ashleys Perspektive einen Weg vorwärts zu finden. Bewege dich mit L. Was ist das? Oh. Das ist ein Kerzenhalter. Meine Tasche, was will meine Tasche denn? Der kann ja nicht benutzt werden. Ach, ich hatte noch ein Feuerzeug. Ja. Yeah. Endlich Licht. Sieht ein bisschen gruselig aus, oder? Ja. So, was gibt's hier noch? Ist ja echt ganz schön dunkel hier. Oh, es ist gruselig. Was ist das? Ah, da fehlt eine Kerze. Sieht aus, als ob keine Kerze drin ist. Vielleicht finde ich irgendwo eine Kerze. Huch. What? Dahinter sieht es gefährlich aus. Also kann ich hier nicht lang. Im Bücherregal irgendwas? Was ist das hier für ein Raum? Herumliegende Bücher. Oh, da ist sowas unter. Oh. Prima, ein paar Kerzen. Auf dem Boden liegen Bücher verstreut, okay. Gut, also wieder zurück. Finde ich ja schon mal toll, dass sie hier hochgeht, weil das Thema hatten wir ja schon im ersten Part, dass meistens wenn irgendwas
auf dem Boden ist, irgendeine Erhöhung oder so, dass die Charaktere nicht da drauf gehen und man ja immer so ein bisschen Probleme hat, vorwärts zu kommen. Aber das ist ja gut. So, da können wir jetzt eine Kerze reinsetzen. Und sie zündet sie sogar an. Das finde ich super. Alright. Jetzt kommt Licht in die Sache. The floor collapsed. Der Boden ist eingestürzt. Ugh, this mansion's a death trap. Dad's really been living here all along? Ich find, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diese Synchro. Ich finde die so gut. Uff, diese Villa ist eine einzige Todesfalle und Papa hat wirklich die ganze Zeit hier gewohnt? Now, where did Dee go? Wo ist die denn jetzt hin? Oh. This is... Das ist... I've enjoyed reading books here ever since I was young. Ich habe hier schon seitdem ich klein war immer gern Bücher gelesen. I wanted to be a novelist. Ich wollte Schriftsteller werden. Come on, Dee, where are you? Wo steckst du? So to get over the hole to the other side. Um über dieses Loch zur anderen Seite zu kommen? Huh? The bookshelf is crooked. It's a little wobbly. Das Bücherregal ist schief und es wackelt ein bisschen. Müssen wir es zum Einschutz bringen? Hab letztens übrigens eine Großbestellung bei Thalia gemacht mit Mord im Dekagon, Lullaby of the Dawn und Suffocatingly Lonely Death. Richtig gut. Ihr seid schuld. Oh, cool. Ich bin gespannt, wenn es ankommt. Wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Sie sind alle so gut. Wenn ich den Webtoon gelesen habe, dann berichte ich natürlich. Ja, voll gern. Also ich bin sehr gespannt. Ja, ich mag ja immer gern so Empfehlungen. Erzähl unbedingt, wie er dir gefallen hat und worum es so geht. Richtig gut. Ich lese ja auch gerade Lullaby of the Dawn, habe ich mir gerade Band 3 geholt. Mord im Dekagon habe ich diese Woche Band 2 gelesen. Oh, der war so gut. Also der könnte auch gut als Anime, der könnte auch so als Realserie richtig gut verfilmt werden, glaube ich. So, dieses Regal. Maybe I can knock this over. Vielleicht kann ich es umwerfen. Naja gut, da sind wir wieder bei der Synchro. Das Gestöhne ist ein bisschen nervig. Okay, that was dangerous. Das war gefährlich. Ashley, are you okay? Alles in Ordnung? Yeah. I'm fine. Mir geht's gut. Dee sounds like he's farther in. Es klingt, als ob Dee weiter drinnen wäre. I can use the bookshelf to get across now. Jetzt kann ich das Bücherregal nutzen. Jetzt kann ich das Bücherregal dazu verwenden, um über das Loch zu kommen. Though it seems pretty unstable. Aber wirklich stabil scheint es nicht so zu sein. Scary. Das ist gruselig. Naja, aber das schaffst du schon. So. Gut, auf der Seite haben wir alles gesehen. Hups. Ich finde es viel gruseliger, hier so um die Ecke zu gucken. Oh. Oh, da ist er. Das ist auch hier nur so angelehnt. Oh Gott. Phew, there he is. Da ist er. Wie sie sich freut, wie süß. Dee! Oh, Ashley. So glad I finally found you. Bin froh, dass ich dich endlich gefunden hab. I've been here before, with my father. Ich war hier schon mal mit meinem Vater. He took me past the bookshelf. Vielleicht wollte unser Vater auch, dass wir im Dunkeln das Loch stürzen. Ja, vielleicht. Also ich finde den ja auch nach wie vor immer noch sehr sus. Er hat mich hinter das Bücherregal geführt. The room extends beyond it. Das Zimmer geht dahinter noch weiter. Ist ja immer schön, jemanden zu haben, der sich hier auskennt. And the another key is there. I'm sure of it. Und der another Schlüssel ist dort. Da bin ich ganz sicher. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, ob in diesem Bücherregal irgendwas Nützliches ist. Mhm.
zu dunkel. Da ist doch ein Kerzenständer. Na klasse. Rennen kann ich hier nicht. Dahinter kann ich auch nicht. So, wo war jetzt der Kerzenständer? Da. All right. Jetzt kommt Licht in die Sache. So, jetzt müssen wir wieder rumlaufen. Und da? Tja, dafür habe ich keine Kerze mehr. Kann ich die rausnehmen? Ja. Ich möchte die Kerze mitnehmen, bitte. Ja. So, okay. Jetzt wird schon ein bisschen tricky hier, ne? So, da ist auf jeden Fall wieder so ein Vogel. Was gibt's denn hier zu sehen? Die Bücher in diesem Regal sind mit Herz- und Kreuzsymbolen versehen. Ziemlich cooles Design. Vogelverzierung. Warum ist nur dieses eine Bücherregal so verziert? Tja, irgendwas kann hier wohl passieren. Naja. Gehen erstmal weiter, was auf der anderen Seite in dem anderen Bücherregal ist. Mal herumlatschen. Die Bücher in einem Bücherregal? Echt verrückt. Ja, oder? Total. Mal gucken, was in dem anderen Bücherregal für Bücher sind. So, oder steht sogar was? Hm? Vielleicht ist da etwas auf dem Bücherregal. Auf dem Bücherregal? Diese Bücher. Das sollte ich mir mal ansehen. Okay. The two birds know the order. Die zwei Vögel kennen die Reihenfolge. Ja, ich lasse jetzt das mal so. Oh ja. Da drüben sind die gleichen Bücher. Haben die was miteinander zu tun? Also in dem anderen Bücherregal könnte ich jetzt, glaube ich, nichts verschieben. Deswegen gehe ich mal rüber und denke, so wie es auf der anderen Seite ist, ist es vielleicht die Reihenfolge, die wir auch hier brauchen. Oh, es ist halt super nervig, dass man hier immer hin und her laufen muss. Das finde ich ja schrecklich. Ich musste ja im letzten Part schon immer hin und her laufen, weil ich ja was falsch gemacht hatte oder das nicht so richtig gecheckt hatte mit diesem Piano. Ach da, ja genau, es sind zwei Vögel. So, dann mache ich doch jetzt mal am besten Foto. Du hättest natürlich gleich ein Foto machen können. Ja, auf jeden Fall. Ich wusste noch nicht, dass das so wie das auf der anderen Seite irgendwie anders ist. Ich hatte vermutet, dass auf der anderen Seite vielleicht andere Symbole auf den Büchern sind oder irgendwas. So. Die geht halt auch so langsam hier. Okay, Ashley. Nein, schauen wir uns das Foto doch mal an. Okay.
Kreuz, Herz, Kreuz, Kreuz, Herz. Ah, ich kann ja auch das Album aufmachen, okay. Ne, Kreuz, Herz. Kreuz, Kreuz, Herz, Kreuz. Kreuz, Herz. Kreuz, Kreuz, Herz. Vergessen. So, Herz, Herz, Kreuz und dreimal Herz. Bookshelf really moved. Das Regal hat sich wirklich bewegt. Oh no. Dee? Great. It closed. Now what do I do? Na toll, jetzt ist es zu. Was mache ich denn nun? Ich wollte gerade sagen, er ist doch ein Geist. Ja, aber sie kommt nicht zurück, ne? Ugh. It won't open. Es lässt sich nicht öffnen. Does this mean we're stuck? Heißt das, wir stecken hier fest? Don't scare me like that. Erschreck mich doch nicht so. Ugh, forget it. Vergiss es. Let's just find this key. Lass uns den Schlüssel finden. According to this, it's nearby. There's a room even deeper in? Angeblich soll es hier in der Nähe sein. Gibt es noch ein Zimmer weiter drinnen? Anscheinend. That's... Did you find something? Hast du was gefunden? Hey, wait up! Der ist total in seiner eigenen Welt. So. Niedriger Tisch. Was gibt's denn auf dem Tisch? Hier liegen ganz schön, hier liegt ganz schön viel Zeug. Kann ich mir das Zeug vielleicht genauer angucken? Anscheinend nicht. Sessel? Oh, ich muss Ausschau nach Vögeln halten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen verpasst. Die wurden wohl nicht so oft benutzt wie manche der anderen Sessel. In der Waagschale liegen Münzen. Was ist das hier für ein Zimmer? Die? Was ist denn die? Hey. Franny hat mir etwas über diesen Kamin erzählt. Weißt du noch, was es war? Nein, aber ich habe das Gefühl, dass es wichtig war. Ich glaube, ich sehe dahinter Licht. Ashley. Schauen wir uns das mal an. Maybe. Vielleicht ist dahinter etwas. Was ist das für eine Metallplatte? Ich frage mich, was das für ein Licht ist. Ist etwas hinter dem Kamin? Ja, mit Muskelkraft geht's bestimmt. Es öffnet sich nicht, wenn ich drücke. So.
Weil gibt's auch nichts weiter, ne? Gut, also Hinweise suchen. Ich bleib erstmal noch in diesem Raum und schaue, was es hier gibt. Wow. Auf dem Boden liegen so viele Bücher. Jetzt kann ich hier gucken. Ah, was ist denn das? What's this? Was könnte das sein? Ashley. Hast du etwas gefunden? Hier steht, die, kannst du das lösen? What? Ich? Unten steht, dass es von Franny ist. What? Von Franny für mich? Was ist das denn? Es lösen. Was soll das heißen? Glaubst du, dieses Bild hat eine Bedeutung? Frannys Rätsel. Und dieses Bild hier? Was ist das für ein Bild? Es hat an einigen Stellen Brandflecken. Brandflecken? Jetzt erinnere ich mich. Dieses Bild wurde mit unsichtbarer Tinte gezeichnet. What? Wow, echt? Hey. Ja, man muss nur wissen, wie man sie wieder sichtbar macht. In diesem Fall wird sie durch Hitze wieder sichtbar. Huh. Das klingt spaßig. Total staubig, da lasse ich lieber die Finger von. Ist das eine Zeitung? Die Zeitung ist so alt, ich frage mich, aus welchem Jahr sie ist. So, dann haben wir Tinte. Unsichtbare Tinte. Da muss unsichtbare Tinte drin gewesen sein. Diese Kerze wurde kaum benutzt. Kann ich die anzünden? Ja. Sieht aus, als würde das Feuerzeug noch funktionieren. Okay. Maybe. Könnte es so... Nutze die Flamme der Kerze, um die versteckte Schrift auf Frannys Rätsel sichtbar zu machen. Neige die Konsole oder den Controller, um das Papier zu bewegen. Falls du beim Sichtbarmachen des Textes die Kerze aus den Augen verlierst, achte beim Bewegen des Papiers auf das Symbol der Kerze. Drücke X, um die Position des Papiers zurückzusetzen. Okay. Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay. Ich glaube, es braucht noch etwas mehr Hitze. Okay. Echt? Maybe. Dann hatten wir es doch nochmal über die Flamme. Ach so, er macht das von allein, okay. Yes! Durch die Hitze ist das Bild jetzt sichtbar, wie cool. Aber was ist das für ein Symbol? Hey. Dieses Bild muss etwas bedeuten. Natürlich, sonst hätten wir es hier nicht gefunden. So, die, lass mich mal gucken. Nein. Die Waage sieht wirklich sehr elegant aus. Hey. In der Waagschale liegt etwas.
Das scheinen Münzen zu sein. Erhalten, Halbmondmünzen. Sichelmondmünze. Vollmondmünze. Münze mit Dreiviertelmond. Und Neumond. Oder hat sich was getan? Also hier ist jetzt... Ja, was hat doch gerade Klick gemacht, oder? Oder nicht? Wahrscheinlich nicht. So, muss ich jetzt die Münzen wieder reinnehmen? Na-ah. Ach so, da oben ist dieses Symbol. Jetzt verstehe ich das. Okay, also... Halbmond neigt sich in diese Richtung. Okay, kann ich... Nee. What's this? Schau dir die Waage an. Was ist das auf dem Podest? Sind das Monde? Insgesamt sind es 5. Das hat doch bestimmt etwas zu bedeuten, oder? Ich kann nicht warten. Ich lese Jubilian und höre deinen Stream zu. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ihr dürft gerne mal nebenbei irgendwas anderes machen. Warte ich jetzt eben den Halbmond zuerst? Ja, okay, der Halbmond guckt nach rechts. So, den brauche ich dann aber nicht. So, warte mal. Oh. Ja, nimm mal die Münze mit. Also. Nein, ich drücke X und Y, ne? Das sind echt meine Tasten, die ich immer wechsle. Ich gucke mir jetzt Frannys Rätsel nochmal an. Wieso kann ich mir das nicht angucken? So, also, der erste muss nach rechts unten, nach links unten und einmal gerade runter. Oder kann ich mehrere Münzen drauflegen? Okay, die brauche ich zum Schluss. Vollmond brauche ich zum Schluss. Ich kann auch immer nur eine drauflegen. Okay, Vollmond zum Schluss. Ja, die ist zuerst, okay. Dreiviertelmond. Neumond. Und jetzt brauche ich den Vollmond. Oh, das dauert auch immer so lange, ne, bis das wieder zurückgesetzt ist. Ach, mein Hirn ist im Moment so ein Sieb. Nein! Ach, shit, das war die falsche. Bin nicht aufgepasst. Also, nochmal. Dreiviertelmond, Neumond. Vollmond. Die Musik erinnert mich gerade irgendwie total an die Braut des Magiers. Vollmond, Tina, Vollmond. Hm?
Ach so, muss ich das jetzt? Ach so. What's this? What's this? Ist so doof, glaube ich. Maybe. Dreiviertelmond. Dann kommt der Neumond. Das heißt, ich brauche die Waage nur, um das zu wiegen. Ich habe gedacht, die Waage macht das schon. Oh. What was that sound? Was war das für ein Geräusch? Gott, das ist so gruselig. Man rechnet immer mit irgendwas. Es scheint, als ob im Kamin ein Mechanismus verborgen war. Wow. Guess we should go through. Schätze mal, wir sollen da durchgehen. Also es wird hier wohl nichts Gruseliges passieren oder dass man sich erschreckt, aber trotzdem, man rechnet irgendwie hinter jeder Ecke mit irgendwas. Dass da jemand steht. Also ich auf jeden Fall. A secret room behind a fireplace is just next level. Ein geheimer Raum hinter einem Kamin ist echt mal eine Ansage. It's unbelievable. Ist unglaublich. Have you been in here before? Warst du schon mal hier drin? No. At least not that I recall. Nein, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Geheimraum, Studierzimmer. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Okay. War das Feuerzeug zu weit weg? Nein. Okay. Die Musik gibt gerade irgendwie Akte X-Vibes. Ja, stimmt. Das stimmt. Schon teilweise echt... Ja, schon teilweise gruselig, ne? Aber also, es ist ja kein Gruselspiel. Es ist zu dunkel. Ja. Oh, da. Das ist was zum Fotografieren. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich noch keinen Vogel verpasst habe. Wieso komme ich... Ach, da war der Kerzenhalter. So, jetzt. So, schön, ein Ashley. Koffer. Ashley. Das ist der Koffer meines Vaters. Er hat Thomas gehört. Hey. Kannst du ihn öffnen? Ach, wenn ich einen Code hätte, bestimmt. Nein, er ist verschlossen. Ich frage mich, was wohl die Kombination sein könnte. Soll ich jetzt auf gut Glück die Kombination eingeben, oder was? Wartet mal. Könnte das vielleicht die Geburtsdaten sein? Brauchst du etwa another code? Ja, schon wieder. Another code. Und dann nochmal die Geburtsdaten. Irgendwas mit 20, ne? Geht nicht auf, vielleicht habe ich falsche Nummer. Bestimmt, wir finden irgendwo was. Das ist nicht die Nummer. Ich frage mich, welche Zahlen wir zum Aufmachen eingeben sollen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis. Also ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, vielleicht die Geburtsdaten der beiden Brüder oder so. Aber hey. Vielleicht auch nicht. Was ist das für eine Tasche? That's it. Das ist meine Tasche. Hey. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Ich habe sie bei mir. Ich hatte sie bei mir, als ich auf die Insel kam. Mach sie für mich auf. Oh, süß. Eine Karte. Looks like a letter. Sieht aus wie ein Brief. Says. Was da wohl drin steht. Dear D. Ist der wirklich nur D?
Lieber Dee, herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag. Du bist der erste Freund, den ich auf dieser Insel gefunden habe. Ich freue mich so sehr, dass ich deinen Geburtstag mit dir feiern kann. Ich hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben. Deine Franny. This was from Franny to me? Es war von Franny an mich? That must be it. Das muss es sein. It's a birthday card from Franny to you. Es ist eine Geburtstagskarte von Franny an dich. Huh. You don't remember? Du erinnerst dich nicht? No. Nein. I don't, but this card was probably written on my birthday, right? Aber diese Karte wurde vermutlich an meinem Geburtstag geschrieben, richtig? Which means now you know when your birthday is. Was wiederum heißt, du weißt jetzt, wann du Geburtstag hast. Yeah. You're right. Ja, du hast recht. Aha. Könnte natürlich ein Hinweis für den Koffer sein. Wait. Ist das deine Mütze, Dee? Ja. Oh ja, das war meine Lieblingsmütze. Sie ist voll retro. Ich mag sie. Sie war nicht retro, als ich sie getragen habe. Und ein Ball. Wow. Der Ball sieht echt alt aus. War das deiner? Ja, ich habe Baseball gespielt. Ich habe oft mit meinem Vater gespielt. Ich frage mich, was in der Holzkiste ist. Sie lassen sich nicht öffnen, also werde ich es wohl nie herausfinden. Eine kleine Holzkiste. Was ist das? It's empty. Da war ein Schießeisen drin. Father? Vater? What is it, Dee? Was ist los, Dee? I just remembered something. Ich habe mich gerade etwas erinnert. Oh, das hat er jedes Mal sagt, ne? Father opened this case. He kind of stared into it. Vater hat diese Kiste geöffnet. Er hat regelrecht hineingestarrt. And inside it was. There was a. Und im Inneren war, da war. A gun. Eine Waffe. But where could it be now? Aber wo könnte sie nun sein? Theoretisch hättest du fürs Licht auch die Vorhänge aufziehen können. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich wollte es auch, aber ich konnte es nicht. Total doof eigentlich, ne? So, Holzkiste. Ein Stapel von soliden Holzkisten. Ihre Deckel sind zu schwer, um sie zu öffnen, also bleibt ihr Inhalt ein Geheimnis. Fünf hatten wir schon. 10. Stimmungswechsel. Gescannt. Ein Stapel von soliden Holzkisten. Das hatten wir ja schon. Gucken wir mal die Karte an. November. 26. November. Oh Gott. Oder was steht da drauf? Meint ihr, da steht November 26 und dann 1948? Vielleicht sind die Infos auch in dem Gerät von dir. Oh, das wäre eine gute Idee. Da gucke ich mal nach, danke. Nee, warte. Über die, wo ist denn die?
seit wir im Anwesen sind, scheint sich Dee an alle möglichen Dinge zu erinnern. Es gab einen Butler, der sich um ihn gekümmert hat, und ein kleines Mädchen, mit dem er befreundet war. Es ist so schräg, dass das alles vor 60 Jahren passiert ist. Wenn ich sehe, wie begierig Dee jede Tür öffnet, bin ich froh, dass er mich begleitet. Ohne seine Hilfe wäre ich nicht annähernd so weit gekommen. Ich war besonders froh, dass Dee da war, als ich meinen Vater getroffen habe. Wäre ich allein gewesen, wäre ich wohl einfach weggelaufen. Kann ich noch ein paar... Jetzt keine weiteren Infos zu ihm. Father. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht steht bei Franny was darüber. Oh, das wäre auch eine gute Idee. Aber ich versuche das jetzt einmal. Gott. Weil sie die Karte geschrieben hat. Okay, ja, das wäre natürlich eine sehr gute Option. Warte mal, ich versuche mal einmal. Da kommt bestimmt hier November, also der 11. Monat. Falsche Richtung. War 26? Nee. Okay. Ich guck mal bei Franny. Danke für den Tipp. Es ist bestimmt der Geburtstag von jemandem. Ja. Öffnen. Obwohl die Zeichnung von Franny im Atelier wirklich alt war, sind Dees Erinnerungen noch so, als wäre alles erst gestern passiert. Aber ein Blick genügt, um zu erkennen, dass das alles schon sehr lange her ist. Es ist schon komisch, dass Dee vor Jahrzehnten mit Franny befreundet war und dass ich jetzt mit ihm befreundet bin. Ich bin froh, dass Frannys Puppe wieder vereinen und als Familie aufstellen konnten. Familien sollten immer zusammenhalten. Thomas? Jetzt gibt es schon eigentlich Angst. Ja, bin ich jetzt doof, was... Sind doch alle Infos, die ich habe, oder? Vielleicht 23.11. Ja, warte ich mal. Ich guck noch mal. Ach, jetzt hier steht es jetzt. Wieso steht es denn jetzt hier so? Naja, 28. November 1948. Keine Ahnung. Was ist jetzt der 28.? Mach's jetzt der 28. Oh, mein Hirn, ey. Das ist so ein schlimmer Moment. So, ich versuch's mal. November 28. 1900. 48? Und dann müsste es ja eigentlich 10 Jahre zurück, oder? 12 Jahre zurück, weil er ist ja 12 geworden. 48. Maybe. Oder stand da jemand, der Thomas wichtig war? Dann versuche ich jetzt 48. Father. Ich hätte jetzt nur gedacht, auf der Karte steht vielleicht das Datum, welches war, als 12 geworden ist. Hätte ich jetzt eher sein Geburtsdatum vermutet, aber ich... Nee, wartet mal. Maybe. Ja, so. 28. November.
1948. Lieber Dee, herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag. Du bist der erste Freund, den ich auf der Insel gefunden habe. Also hatte er Geburtstag am 28. November. Oder was ist andersrum? Ja, ich versuche das gleich mal. Okay, dann 28.11. Und dann 1948. Da müsste ich doch zurückrechnen auf, ja, ne? 36. Meine ich nämlich auch. Genau. Das ist ja sein Geburtsdatum. Okay. Father. Warum so schwierig? Hm. 1936. 28. 11. Ach so, ich muss F drücken. Alright. Ich drücke mal B. Okay. Danke. Also dann versuchen wir die andere Seite zu öffnen. Ich danke euch, Leute. Ach, super. Yes! Ast rein, das Schloss ist offen. Mein Geburtstag war der Schlüssel? Dein Papa muss dich wirklich gern gehabt haben, Father. Die. Hey. Warte. Machen wir ihn auf. Ja. Yeah. It's the another key. Das ist der another Schlüssel. Welch merkwürdiger Inhalt. Oh Gott, gleich hat bestimmt der Vater wieder. Der Vater, oder? Sah dieses another im Original von den DS auch so aus? Oder sah es da anders aus? Bestimmt, oder? Das wüsste ich voll gern. Installation abgeschlossen. Der andere ist im Erdgeschoss. Now we have two. Jetzt haben wir zwei. That means there's just one more to find. Das heißt, wir müssen nur noch einen finden. Hmm. What's the matter, Dee? Was ist los, Dee? The things in here were all important to Father. Die Gegenstände hier drin waren meinem Vater alle sehr wichtig. Let's take a look and see what he kept in here. Lass uns mal nachschauen, was er hier so aufbewahrt hat. Also, ein Schuh. Mit dem Stift an. Ein Füller. Nein, das DRS sah im DS-Teil anders aus. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich ähnlich wie ein DS, oder? Oder ganz anders? Ich habe es leider nie gespielt. Meine Mutter hatte immer ihren Geburtstag. Heißt das, dass sie sich selbst sehr gern... Was heißt das? Sie hat sich selbst sehr gern... Ja, vielleicht. Ja, das ist ja ungewöhnlich, oder? Ja, mehr wie ein DS. Ah, cool, ja. Das macht auch Sinn, ne? Also ich finde es sehr gut, dass sie es für diesen Part so umgeändert haben, dass es der Nintendo Switch sehr ähnlich sieht. Das passt voll gut. Ein Füller. Der Füller wirkt sehr alt. Er hat wahrscheinlich keine Tinte mehr. Ashley. Dieser Füller. Mein Vater hat ihn sehr gemocht. Oh. Es war also seiner. Kann ich den nehmen? Nein. Ein Notizbuch. Ein altes Notizbuch. Was meinst du? Was steht drin? Lies es. Okay, ohne Datum. Ich habe einen Kriminalroman unter Pseudonym veröffentlicht, aber er hat sich trotzdem nicht verkauft. Zuerst verliert mein Junge seine Mutter und jetzt kann ich ihm nicht einmal ein paar Schuhe kaufen. Ich hätte das Anwesen niemals verlassen dürfen. Vielleicht hätte ich ihm dann ein besseres Leben bieten können. Was kann ich noch tun? Es gibt keinen anderen Weg mehr, für mich Geld zu verdienen. Jetzt bleibt mir nur noch mein Bruder. Das klingt wirklich alles sehr düster. Einige Zettel. Was sind das für Zettel? Sie sind dicht beschrieben. Scharlachrotes Labyrinth. David Shields. Kurz darauf verließ er den Raum, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, etwas zu vertuschen. Mit einem neutralen Ausdruck im Gesicht und unbekümmertem Tonfall wies er das Hausmädchen Monika an. Die Dame des Hauses ist sehr müde. Sie möchte den Rest des Tages nicht gestört werden. Monika nahm seine Worte an und räumte das Essen vom Tisch, das sie serviert hatte. Alles war nach Plan verlaufen, zumindest bis jetzt. Er bemerkte, wie er begann, selbstgefällig zu grinsen und brachte seine Gesichtszüge schnell wieder unter Kontrolle. Dann holte er den schwarzen Beutel, den er unter dem Bett versteckt hatte.
Das sieht aus wie ein Manuskript für einen Roman, verfasst von David Shields. David Shields. Der Name sagt mir etwas. Ein altes Foto, das ein junges Paar mit einem Kind zeigt. Ich frage mich, wer die Leute auf dem Foto sind. Father. Der Mann ist mein Vater. Echt? Dann ist die Frau wohl deine Mutter, oder? Ja. Ich schätze schon. Dann muss das Kind... Baby. Das bin ich. Kann ich nichts mitnehmen? Nein. Ein Schuh. This is... Ein Kinderschuh. Das... Die? Ashley. Das ist mein Schuh. Warum ist es nur einer? Keine Ahnung. Ich kann nichts nehmen. Nein. Just one more another key to go. Es fehlt nur noch ein another Schlüssel. Where in the world is it hiding? Wo in aller Welt steckt der nur? Ich find's übrigens total komisch, another Schlüssel zu sagen. Another key wäre irgendwie flüssiger beim Reden. Okay. Ja, da ist der Vorhang, den ich einfach hätte aufmachen müssen. Aber, ach nee, doch, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es dunkel, aber ist es nicht. So, dann gehen wir zurück, ne? Okay, also die Frage ist jetzt immer noch, habe ich einen Vogel verpasst? Wäre natürlich unschön. Aber ich denke nicht, oder? Ich habe mich eigentlich sehr gründlich umgesehen. Riskiere ich es? Ich riskiere es und gehe einfach weiter. Türengeknatsche. Alter, wie sieht das denn hier aus? Die ganzen Böden hier kaputt. Dieses Gemälde von einem Vollmond ist so schön, es wirkt beinahe fantastisch. Überall in der Villa stehen gemütliche Sitzgelegenheiten. Ein wahrer Traum. Rausgucken kann man hier nirgendwo. Huch! Oh Gott, hab ich mir schon. Wow, der Boden ist hier in ganz miserablem Zustand. Ashley. Stimmt, sei vorsichtig, Ashley. Yeah. Ja, ich versuch's. I can't get it open. Ich krieg sie nicht auf. What is it, Dee? Was ist los, Dee? I'm scared. Just all of a sudden. Ich habe Angst, ganz plötzlich. Ghosts can get scared? Geister können Angst haben? We need to go. I want to go. Now. Wir müssen gehen. Far away from here. Ich will gehen, jetzt, weit weg von hier. Okay, sure. Let's get out of here. Okay, klar. Dann lass uns gehen. Wo ist der Schlüssel zu dieser Tür? Vielleicht sollte ich mir nochmal ansehen, was ich so dabei habe. No good, huh? Ich will trotzdem mal ausprobieren. Auch wenn er gehen will, ich will es trotzdem einmal ausprobieren. Blumenschlüssel. Die passen wahrscheinlich alle nicht.
Die Vase ist ziemlich schmutzig, kann das Muster nicht erkennen. Auf der anderen Seite dieser Tür ist kein Another-Schlüssel, oder? Also gehe ich jetzt runter? Ist das, oh Gott, ist das richtig? Also ich habe ja nichts zum Aufschließen. Wo sind wir jetzt? Sieht aus wie die Küche. Wow, you could cook for 100 people at once in here. Wow, hier könnte man ja für 100 Leute auf einmal kochen. They must have had a fancy chef. Sie müssen einen wirklich guten Koch gehabt haben. Just being in here is making me hungry. Allein hier drin zu sein macht mich schon hungrig. I just remembered something. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. We had turkey the first time I came to this island. Es gab Truthahn, als ich das erste Mal auf dieser Insel gekommen bin. Turkey? Now I'm hungry, jealous. Truthahn, jetzt bin ich hungrig und neidisch. Sehr schöne Küche. So, ich gehe erstmal den Vogel fotografieren. Wo war er denn? Da am Anfang. Sieben. Kaffeevorlieben gescannt. So, Geschirrschrank. So viele verschiedene Arten von Geschirr. So viele. Sie müssen ständig Gäste gehabt haben. Unzählige Teller und Teeservices. Unzählige Teller und Teeservices. Okay. Voll schön, wie das hier aussieht, auch mit dem Licht. Das haben sie echt gut gemacht auch. Die Fenster sind so schmutzig, dass der Blick nach draußen ganz verschwommen ist. Trotzdem sieht es irgendwie schön aus. Ein großes Spülbecken wie das hier macht es wohl einfacher, viel Geschirr auf einmal zu spülen. Sie haben wohl mehr Herde gebraucht als die meisten anderen Leute, um ihr Essen zu machen. Er scheint nicht mehr benutzt zu sein. Wie hat Papa sein Essen gemacht? Ein Rezept. Sieht aus wie ein Rezept für ein ganzes Menü. Truthahn, Geburtstagstorte. Oh, das habe ich gegessen. Das war so lecker. Ich werde neidisch. Kühlschrank. Dieser Kühlschrank ist riesig, wie ein Laden in sich. Scheint leer zu sein. Scheint eine stabile Kiste zu sein. Haben Sie darin Zutaten transportiert? Aber sonst gibt es hier, glaube ich, auch nichts, oder? Dieser Hocker ist wohl da, falls ein Koch mal eine Pause braucht. Sieht wackelig aus. Irgendwo müssen doch auch die anderen sein. A family used to gather around this table to eat together. Hier hat wohl eine Familie immer zusammen am Tisch gegessen. What's that? Was ist das? Oh. Auf dem Tischtuch ist ein Weinfleck. What? Das Papier ist überall verteilt. Was ist hier passiert? Mit Hilfe der Another-Theorie konstruieren wir ein Gerät, das Erinnerungen kontrollieren kann. Wenn es fertiggestellt ist, wird es eine nützliche Hilfe sein, um Personen zu heilen, die bei einem Unfall oder in Kriegen emotionale Traumata erlitten haben.
Das ist ein Forschungsbericht über das Another. Hat Papa mit jemandem darüber gestritten? Auf dem Stuhl hängt ein Mantel. Hey. Jemand hat seine Brieftasche hier liegen lassen. Oh, echt? Sieht irgendwie nach einem Kampf aus, oder? I wonder who left this lying around. Ich frage mich, wer das hier wohl hat liegen lassen. Is that? Ist das Mama? Mom? Looks like a newspaper clipping. Sieht aus wie ein Zeitungsartikel. But what's it about? Was da wohl drin steht? Mysteriöser Tod einer Wissenschaftlerin. Am 25. um Mitternacht wurde Dr. Sayako Robbins, 28, Forscherin bei JC Valley, tot mit einer Schussverletzung in der Brust in ihrem Zuhause gefunden. Ihre Tochter Ashley, 3, wurde im Schrank gefunden, der sich in der Nähe ihrer toten Mutter befand. Das Kind war unverletzt. Gefunden wurden die beiden von Dr. Sayako Robbins' Ehemann, Dr. Richard Robbins, 30. Er wurde von der Polizei als Tatverdächtiger für weitere Befragungen in Untersuchungshaft genommen. What? Was? Das? Mom was murdered? Mama wurde ermordet? And Dad was a suspect? Und Papa wurde verdächtigt? Was Jessica hiding this? Ob Jessica das von mir verbergen wollte? I'm not giving you the another. Ich werde dir das Another nicht geben. Oh, Mom. Erhalten. Artikel über Mamas Tod. Is something the matter, Ashley? Ist etwas nicht in Ordnung, Ashley? No. It's nothing. Alles gut. Warum lügt sie ihn an? Warum verheimlicht sie das vor ihm? How about this? Stellen wir den Stuhl wieder hin. Auf dem Stuhl hängt ein Mantel. Okay, mehr sehen wir da nicht. Eine Teekanne und Tassen stehen zum Gebrauch bereit. Die Feuerstelle ist voller Asche. Hier sind ja Vorhänge. Warum sind die Vorhänge hier alle zu? Auf diesem Teller ist das Bild eines Sees oder so. Der Teller ist schmutzig. Kann ich erkennen, was für ein See das sein könnte? Oh, sie sieht wunderschön aus. Wer sie wohl ist? Da war gerade ein Kranich. Ah, okay, dann gehe ich nochmal zurück. Danke. Noch ein Teller mit dem Bild von einem Vogel. Er ist ziemlich schmutzig. Kranich habe ich wohl übersehen. Bei der Teekanne, echt? Bin ich so blind? Oh Gott. Ich finde es so spannend gerade. Oh, tatsächlich. Dankeschön. Ja. Haut mich immer gern an. Sagt mir immer Bescheid, wenn ihr irgendwas seht, was ich übersehe. Leben aus der Konserve. Hier sind viele Weingläser. Waren oft Gäste hier? Okay.
Also, wir sind gerade da. Im Dining Room. Muss einsam gewesen sein, hier allein zu essen. Ah. So, da ist die Küche. Da geht's weiter. Versuche ich mal hier durchzugehen. What's this room? Was ist das für ein Zimmer? The lounge. Der Gesellschaftsraum. Where Father used to drink. Vater hat dort immer getrunken. Rauscht es für euch auch gerade so? Ach. The next another key is in here. Der nächste Nether-Schlüssel ist hier drin. Gesellschaftsraum. Oh mein Gott, mein Kater sieht so süß aus, wenn er gerollt ist. Ich bin immer so neidisch. Oh, ich hätte auch so gerne Katze. Süß. Ich wünschte, ihr könntet hier Katzenbilder reinschicken. Hey, diese Zeitung ist neu. Halb voll ist ein Aschenbecher. In diesem Glas ist etwas puh, wie das riecht. Dad? Ob Papa sowas mag? Halbvolles Glas. Aschenbecher. Dieser Aschenbecher ist schmutzig. Man muss die doch auswaschen, nachdem man die Zigarettenkippen weggetan hat. Wow. Die Sitzfläche sieht weich aus, scheint ein bequemer Stuhl zu sein. Ich würde es mir gern mit einer schönen Tasse Tee auf so einem Stuhl bequem machen. In so einem riesigen Raum, wo sonst nichts ist und niemand. Ein bequem wirkender Stuhl mit schicker Verzierung. Okay. So. Ich schaue mich erstmal um und kümmere mich gleich um das rauschende Radio. Dieses große Sofa ist nicht schmutzig wie die anderen. Gläser. Die Gläser sind alle angelaufen. Ob da etwas Politur helfen würde? Amazing. Ist in allen diesen Flaschen Alkohol? Okay, ich habe jetzt keinen. Ja, doch, ich habe einen gesehen. Neun. Unheimliches Radio gescannt. Okay, mir fehlen leider noch welche. Nummer 6, glaube ich, fehlt mir noch. Aus dem Radio kommen Störgeräusche. Oh, it's the radio. Es ist das Radio. Oh, es ist das Radio. Es ist kein Sender eingestellt. I can. Nein, ich kann. What's up? Was ist? I can hear music mixed in with the static. Ich kann Musik in den Störgeräuschen hören. Really? Wirklich? Huh. I can't hear it. Ich kann sie nicht hören. I can. And I've heard this somewhere before. Ich schon und ich habe sie schon einmal irgendwo gehört. Can you help me hear it more clearly? Kannst du mir helfen, sie klarer zu hören, bitte? Maybe if I tune it. Vielleicht, wenn ich den Regler verstelle. Er sieht anders aus als die anderen. Stell das Radio richtig ein, um das Rauschen zu entfernen. Thank you.
Eigentlich müsste dir angezeigt werden, wo die Kraniche zu finden sind, auch wenn nur Fragezeichen zu sehen ist. Ah, okay. Also irgendwie sagt er mir das nicht an. Okay, der geht nur so weit. Oh. Das Rauschen ist weg. Ich kann das Lied jetzt besser hören. Ich möchte es aber noch ein bisschen besser hören können. Mal schauen, ob ich es noch klarer hinkriege. I know this song. It's what we played on the piano earlier. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich tue. Das Spiel reagiert dann einfach irgendwann, wenn es die richtige Lösung hat. Dieses Stück kenne ich. Das ist doch, was wir vorhin auf dem Klavier gespielt haben. I remember it now. Jetzt erinnere ich mich. The Miracle of the Blue Moon. Die Wunder des Monds. What? Was? It's the title of the song. Das ist der Titel des Stücks. It was quite popular. Long before you were born. Es war recht bekannt, lange vor deiner Zeit. Oh. Father loved this song. Vater liebte dieses Stück. Can I listen to it for a moment? Kann ich es für ein Weilchen hören? Of course. Natürlich. Aw, it ended. Es ist zu Ende. What the... It's in another key. Das ist ein another Schlüssel. Hidden in the radio? Versteckt im Radio? I'd never have imagined that. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich finde es gerade so krass, wenn man sich vorstellt, dass dieses Spiel auf dem Nintendo DS war, ne? That's the third one. Mit dieser ganzen Story und so. Das ist der dritte. So you found all three. Also hast du alle drei gefunden. I hope Dad will be happy. Ich hoffe, Papa wird sich freuen. I'm sure he will be. Ich bin mir sicher, dass er das wird. Let's take the keys to him. Lass uns die Schlüssel zu ihm bringen. He said he'd be waiting in the foyer. Er hat gesagt, er würde im Foyer warten. Ich kann sie aufschließen. Ja, die war von außen zu. I wonder if Dad found Jessica. Ich frage mich, ob Papa Jessica gefunden hat. There he is. Da ist er ja. Dad. Papa. Did you find Jessica? Hast du Jessica gefunden? No, not yet. Nein, noch nicht. Oh. More importantly. Viel wichtiger. Did you find the another keys? Hast du die another Schlüssel gefunden? Sure did. Na klar, check guck it mal. Out. Oh, gib's. Oh Gott, gib's ihm nicht. You found all three. Excellent work, Ashley. Du hast alle drei gefunden. Sehr gut gemacht, Ashley. Now hand them over. Jetzt gib sie mir. Wait. Moment. The keys. Now. Die Schlüssel. Jetzt. Hey, Dad?
Hey, Papa. Klar, die Another-Schlüssel sind wichtiger als die Tante. Let's go look for Jessica first. Lass uns erst nach Jessica suchen. Wir können zusammen gehen. No, restarting Another comes first. Nein, das Another neu zu starten ist wichtiger. Give me the keys, Ashley. Gib mir die Schlüssel, Ashley. Okay. Okay. If you say so. Wenn du das sagst. But I wanted to ask you a few things first. Aber ich würde dich vorher gerne ein paar Sachen fragen. Things? What things? Sachen, was für Sachen? I was so young when you left. I can't even remember you. Ich war noch so klein, als du weggegangen bist, dass ich mich nicht an dich erinnern kann. I know nothing about you, Dad. Ich weiß gar nichts über dich, Papa. I just like to talk. You know? Like we're a family. Ich würde gern einfach ein bisschen reden, du weißt schon, wie in einer Familie. Alright. In Ordnung. But be quick. Aber mach schnell. Oh, okay. Okay. What should I ask first? Was soll ich zuerst fragen? I can't decide. There's too much. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist einfach zu viel. Jessica, another, this weird old mansion and... Jessica, das another, diese komische alte Villa und... That newspaper article. Der Zeitungsartikel. Das another. So we have the keys. But what is another anyway? Also, die Schlüssel haben wir. Aber was ist das another eigentlich? You said another is something that might heal people? Du hast gesagt, mit dem another könnte man Menschen heilen. It is exactly that. Genau das. And the secret of another is that it alters memories. Und das Geheimnis des another ist, dass es Erinnerungen verändern That's kann. That's how it can heal people, by adjusting or removing painful memories. We could even cure PTSD. So kann es Leute heilen, indem es schmerzvolle Erinnerungen ändert oder löscht. Wir könnten sogar PTBS heilen, also posttraumatische Belastungsstörung. With this machine, we can read and write directly to the brain's neurology, like it's a hard drive. Mit dieser Maschine können wir die Neuronen des Gehirns lesen und direkt überschreiben, wie eine Festplatte. Oh, it's a waste of time explaining something you can't understand. Ach, es ist Zeitverschwendung, dir etwas zu erklären, was du sowieso nicht verstehen kannst. I don't understand the details, but it sounds amazing. Das verstehe ich. Ich verstehe nicht alle Details, aber es klingt großartig. Amazing. That's one word for it. Großartig, ja, das trifft es. So amazing that your mother. So großartig, dass deine Mutter. Dedicated her life to its research. Ihr Leben dieser Forschung gewidmet hat. Her life? Ihr Leben? She believed that another was. Sie hat geglaubt, dass another. She believed it was worth protecting at all costs. Sie hat geglaubt, es sei es wert, es mit allen Mitteln zu beschützen. Come along, Ashley. I'll show you another. Komm mit, Ashley. Ich werde dir das another zeigen. It's a grand piece of work left behind by Sayoko. Es ist fantastische Arbeit, die Sayoko dahinterlassen hat. I don't know if I want to see it. Ich weiß nicht, ob ich es sehen will. When I was hunting for the keys, I found this newspaper article. Als ich nach den Schlüsseln gesucht habe, habe ich diesen Zeitungsartikel gefunden. Article? What article? Artikel, was für ein Artikel? It says. Darin steht. Dad, it says you. Papa, darin steht. What is it? Was denn? It says you're a suspect in Mom's murder. Darin steht, du wurdest verdächtigt, Mama ermordet zu haben. Oh. And just where did you find that? Und wo hast du den gefunden? It was in a wallet I found in the dining hall. Es war in einer Tasche, die ich im Esszimmer gefunden habe. I see. Ich verstehe. It says you. The things in this article are just. Daran steht, dass du, was in dem Artikel steht, ist einfach. Can you remember what happened that night? Kannst du dich daran erinnern, was in dieser Nacht geschehen ist? Sort of. Ein wenig? I dream about it, but. Ich träume oft davon, aber. Tell me about the dream. Erzähl mir von dem Traum. Wendy war 3 Jahre alt. I'm 3 years old. I'm crying in a closet. Ich bin 3 Jahre alt und ich weine in einem Kleiderschrank. And then someone says my name. Und dann sagt jemand meinen Namen. Do you know who it is? Weißt du, wer das ist? No. Nein.
always when the dream ends. Genau da hört der Traum immer auf. I wasn't the one who shot her. Ich habe sie nicht erschossen. Okay, oder ist es vielleicht so, dass es wirklich der Vater, aber die Tante ist vielleicht nicht ihre Tante? Also irgendwas ist komisch hier, das steht fest. Oh, that's good. Das ist gut. That you didn't do it. I mean, it's just... Dass du es nicht getan hast, meine ich, es ist nur... I didn't know she'd been shot. Ich wusste nicht, dass Mama erschossen wurde. But why? And who? Aber warum? Und wer war es? Her murderer was never found. Ihr Mörder wurde nie gefunden. Ugh. Auch traurig, ne? Sie hat ja bis zum Schluss gehofft, dass ihre Mama auch noch lebt. Aren't you worried about Jessica? Machst du dir denn gar keine Sorgen um Jessica? You said you'd go looking. Du hast doch gesagt, du gehst sie suchen. I did. Das habe ich. And I will find her. Und ich werde sie finden. Once we finished activating another. Sobald wir damit fertig sind, das Another zu aktivieren. When all of this is over. Wenn all das vorbei ist. Yes, what? Ja, was dann? When this is over, me and Jessica and you. Wenn das vorbei ist, können ich, Jessica und du. We can go home. Together. Right? Dann können wir nach Hause fahren, zusammen, stimmt's? As long as we can complete another, yes. Wenn wir das Another vervollständigen können, ja. What is it? Was ist? I know Another was an amazing achievement. Ich weiß, dass das Another eine ganz tolle Errungenschaft ist. And maybe it can help heal a lot of people. Und vielleicht kann es wirklich eine Menge Leute heilen. But aber Another is the reason Mom was killed, right? Das Another ist der Grund dafür, dass Mama umgebracht wurde, stimmt's? I guess that freaks me out a bit. Das macht mir irgendwie Angst. I just want to live a normal life with you, Dad. Ich möchte einfach ein ganz normales Leben mit dir, Papa. Das ist alles. Traurig, ne? Das ist voll traurig. So let's go find Jessica and get off this island. All three of us. Also lass uns Jessica finden und von dieser Insel verschwinden, wir alle drei. I think we need to prioritize finding Jessica over your experiments with another. Ich denke, Jessica zu finden ist wichtiger als deine Experimente mit dem Another. She might be in trouble. Please, Dad? Sie könnte in Schwierigkeiten sein. Bitte, Papa. No. Nein. What? Was? Ashley? Ashley. Completing another was your mother's greatest wish. Das Another fertigzustellen war der größte Wunsch deiner Mutter. I can't leave this island without finishing our work. Ich kann diese Insel nicht verlassen, solange unser Werk nicht fertiggestellt ist. But Dad? Aber Papa. I must finish another. Ich muss das Another fertigstellen. Dad, forget about it. Another isn't as important to me as you. Papa, vergiss es doch mal. Das Another ist mir nicht so wichtig wie du. Please, just come home with me and Jessica. Bitte, komm doch einfach mit mir und Jessica nach Hause. That's enough out of you. Jetzt ist es aber mal genug. Why don't you listen to me? Warum hörst du nicht auf mich? I don't have anything else. Another is all I have left. Ich hab sonst nichts. Das Another ist alles, was ich noch habe. Why don't you listen to me? Warum hörst du nicht auf mich? Is that it? Ich bedeute ihm gar nichts, oder? I'm sorry I yelled at you. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. But I need you to stop making more problems. Aber du musst aufhören, mir Probleme zu machen. Now give me the another keys. Gib mir jetzt die another Schlüssel. Dad. Okay. Fine. Na gut, okay. I won't interrupt your time with another anymore. Ich werde dich bei der Arbeit am Another nicht mehr stören. Here they are. Hier hast du sie. Can't do your important research without them. Ohne sie kannst du ja deine wichtige Forschung nicht machen.
Dad? Hmm? I need to go prep another for boot up. Ich muss das Another vorbereiten, um es starten zu können. Stay here until I'm done with it. Bleib hier, bis ich damit fertig bin. Dad. He doesn't care about me or Jessica. He doesn't care at all. That man, he might be Richard Robbins, Jessica's brother, the person my mom married, but he's not my dad. Someone like that couldn't be. I don't want to be in this messed up place. I want to go home. I want to find Jessica and just go home. Hey, Dee, I remember Father. He was killed in this mansion. For real? Yes. In the Silver Bird Room.